Und wir gehen nach München zu Johannes Hohentaner. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin etwas traurig, dass das Thema erst jetzt auf die Agenda kommt. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass Thomas Kemmerichs Kinder, der ehemalige thüringische Ministerpräsident, Polizeischutz brauchten, um in die Schule zu gehen, seine Ehefrau auf der Straße angespuckt wurde, sein Haus besudelt wurde, dass AfD-Abgeordnete mit Kanthölzern wohl krankenhausreif geschlagen wurden, war das der Tagesschau meines Wissens keine Meldung wert. Erst jetzt, als dieses Problem auf Grüner und SPD-Seite virulent wurde, gibt es Sondersendungen. Auch wenn man dann tätliche Angriffe, Beleidigungen und Beschädigung von Wahlplakaten quasi wie Äpfel und Birnen zusammenzählt, macht es die Statistik meines Erachtens etwas schief. Warum hat man das Problem nicht schon früher angesprochen? Und haben da manche Abgeordnete vielleicht Menschenrechte zweiter Klasse mal provokant gefragt? Ja, danke für Ihren Beitrag, Herr Hohentaner. Ich schaue. Das haben wir ja beantwortet. Ja, darüber haben wir ja schon. Aber vielleicht können wir es ihm noch mal erläutern. Also, es gibt, wenn es um Gewalt geht, kein Ja-Aber. Und zwar in keiner Form. Und es gibt keine Form von Rechtfertigung. Ich würde Ihnen an einer Stelle widersprechen wollen. Ich kann mich jedenfalls an verschiedenste Gelegenheiten erinnern, wo an diesem Ort oder an anderen über genau dieses Gewaltthema diskutiert worden ist. Nach dem Fall Henriette Ricker, nach dem Fall Lübcke, es ließe sich fortsetzen. Also Ihr genereller Eindruck, dass man nicht hinschauen würde oder dass man auch prinzipiell nicht hinschauen würde, wenn AfD-Angehörige von solchen Taten betroffen wären, würde ich jedenfalls in dieser Pauschalität nicht teilen wollen. Mhm. Herr Hohentaner, jedenfalls, Sie haben ja gemerkt, auch zu Beginn dieser Sendung, dass das durchaus für Diskussion und Überraschung gesorgt hat, weil die Betroffenheit der AfD bei Gewalttaten nicht die erste Vermutung von vielen Menschen ist. Also insofern ein wichtiger Aspekt. Danke, Gruß nach München.